Endlich ist es wieder soweit und Rockstar Games haut Rabatte raus, die sich sehen lassen. Denn es gibt das ein oder andere, was man diese Woche durchaus in GTA Online mal abstauben kann. Und damit herzlich willkommen zur neuen Eventwoche in GTA Online. Zunächst einmal könnt ihr euch nämlich in GTA Online einloggen, um erstmal ein paar Geschenke abzusahnen. Und zwar einfach nur fürs Spielen von GTA Online bekommt ihr zunächst einmal die Royal Kalaka Maske, die Romans Kalaka Maske, die Floral Kalaka Maske, um eben den Tag des Todes zu zelebrieren, und das orangene DJ Poo T-Shirt. Alles Sachen, wo ich jetzt sage, naja, so ganz ist es nicht meins, aber der ein oder andere von euch feiert's bestimmt. Dreifach Geld und RP gibt es diese Woche übrigens auf die Gegnermodus Hunting Pack Remix, Doppelgeld, Doppel-RP auf alle Short Trips inklusive Security Contracts, und dann gibt es natürlich auch noch einige Rabatte. Bevor wir aber da reinstarten können, geht's erstmal in die Grußrunde, und zwar gehen zunächst einmal Grüße raus an Starking, Windmühle und Marek. Grüße gehen raus, schön, dass ihr mit dabei seid, und natürlich galaktische Grüße, und das darf nicht fehlen, geht raus an unseren VIP Sassi. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr vier hier auf diesem Kanal am Start seid, und Sassi, vielen, vielen Dank, dass du diesen Kanal auch finanziell unterstützt mit deiner Mitgliedschaft. Und wenn du auch einmal in einem Video gegrüßt werden möchtest, dann schreib einfach einen netten Kommentar, und mit etwas Glück landest du im nächsten Video. Aber jetzt landen wir direkt mal bei den Rabatten, denn es gibt zunächst einmal 50% Rabatt, wer hätte es gedacht, auf den Bravado Yauga Classic und auf den Coil Voltic. Coil Voltic, einfach so ein krasses OG-Fahrzeug. Alter Schwede, damit sind wir früher immer in GTA auf der PlayStation 3 rumgecruised. Ach, oh, das waren gute Zeiten. Dann gibt es 40% Rabatt auf alle Agenturen, inklusive dort der Fahrzeugwerkstatt, dem The Bounty Champion, dem Enus Jubilee und der Vesta Weaver. Abgesehen davon gibt es natürlich noch 30% Rabatt auf alle Imani-Tech-Upgrades und, oh nein, nicht schon wieder dieses Auto, ich kann es nicht mehr sehen. Dieses komische Auto mit dem Namen, den keine Sau aussprechen kann. Pinonda Cureuse oder so ähnlich. Wenn irgendjemand von euch Französisch kann, bitte sagt mir mal, wie man das Ding ausspricht. Ich dreh bald durch. Und vor allem Rockstar Games will mich, glaube ich, trollen und bringt dieses Auto in die gefühlt jeder Eventwoche raus. Gratis-Fahrzeuge gibt es in GTA Online selbstverständlich auch in dieser Woche wieder. Und zwar im Casino steht aktuell der Patriot Mil-Spec. Wer das Ding feiert und so ein bisschen Militärautos feiert, absolutes Must-Have. Und als Podiumsfahrzeug im LSK Meet hätten wir noch den Baller ST. Um den zu bekommen, müssen wir einfach 2 Tage in Folge in die Top 4 in LSK Meet rennen. Kommen. Und wenn wir es gerade schon von Rennen haben, gibt es natürlich auch noch ein paar besondere Rennen in dieser Woche in GTA Online. Und zwar hätten wir einmal das neue Premium-Rennen The Commute oder so ähnlich. Dann hätten wir das neue Zeitrennen LSIA 2 und das neue HSW-Zeitrennen nennt sich Run to Elysian Island. Testfahrzeuge gibt es auch, und zwar Simeon hat mal wieder ein bisschen was in seinem Showroom aufgeräumt und umgeräumt. Und zwar gibt es dort jetzt den Granger 3600 LX, die Shinobi, den iWagon, den Astron und die Reaver. Beim Luxury Showroom steht aktuell der Champion und der Jubilee. Als Testfahrzeuge im LSK mit hätten wir den Voltic, den Jackal und den Fuslade oder so ähnlich. Und als Premium-Testfahrzeuge, also HSW-Fahrzeuge und damit GTA Remastered, hätten wir Coil Cycling 2. Also wenn ihr auf der PS5 oder Xbox Series spielt, dann könnt ihr euch die Karre noch gönnen. Nach den letzten Wochen also mal wieder eine etwas kleinere, ruhigere Eventwoche. Aber es gibt dennoch ein paar Sachen, die man definitiv hier mal ins Auge fassen sollte. Und zwar einmal die Agentur. Mit 40% Rabatt ein absolutes Ding, was man sich holen dürfte. Denn damit schaltet ihr euch das Contract Update frei, was euch erstens eine ziemlich coole Story gibt, wie zum Beispiel, dass Lamar und Franklin wieder in GTA Online vorkommen. Sehr, sehr coole Sache. Abgesehen davon könnt ihr damit auch extrem viel Kohle machen über die Attentatsmissionen. Und ihr habt die Möglichkeit, damit auch den Weed Van freizuschalten, was als eines der coolsten Fahrzeuge in GTA Online gilt. Ich habe es leider noch nicht. Ich habe noch nicht drauf geschwitzt. Die Zeit hatte ich einfach leider noch nicht. Aber so ein geile Karre. Also ich hätte das echt gerne und bin da ein bisschen neidisch auf jeden, der die Karre schon hat. Außerdem gibt es noch Rabatt auf die Reaver, ein sehr schönes Motorrad. Also wer Motorräder in GTA Online feiert, die Reaver, ihr werdet mir zustimmen, oder? Schreibt mal in die Kommentare, stimmt ihr mir zu? Die Reaver ist schon wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Motorrad. Jetzt bin ich ein bisschen eigentlich auch auf die Imani, die dieses Motorrad ja ebenfalls besitzt. Naja, wenn du jetzt sagst, okay, 40% Agentur, das ist ja ganz schön, ich hätte das Ding auch gerne, aber ich kann es mir einfach nicht leisten, ich habe immer noch nicht genug Geld in GTA Online, da kann ich dir einfach nur mal empfehlen, bei meinem Partner JG Gaming vorbeizuschauen, denn dort findest du die besten und die
sichersten Money Boosts für deinen GTA Online Account. Du kannst dort einfach auswählen, auf welcher Plattform du spielst, wie viel Geld du in GTA Online haben möchtest und ganz, ganz wichtig, noch den Rabattcode JULEX benutzen, um 10% zu sparen. Denn einmal haben wir jetzt die Agentur, die ein bisschen teuer ist und die du haben solltest, und bald haben wir auch wieder das Winter-Update in GTA Online, was aktuell danach aussieht, ein Doomsday Part 2 Update zu werden. Und das wird natürlich nicht besonders günstig. Denkt mal dran, wie teuer Doomsday 1 war. Und wenn ihr dann kurz vorm Update wieder Panik kriegt und sagt, ich brauche jetzt Geld in GTA, dann dauert es wieder länger und so weiter. Also seid schlau, holt euch lieber jetzt schon den Money Boost und so weiter und so fort. Link ist in der Videobeschreibung. Und das, meine Freunde, war es jetzt auch schon wieder mit diesem neuen Video. Wenn es dir geholfen und gefallen hat, das gerne gratis. Einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns um 12 Uhr heute Mittag im Eventwochen-Livestream, wo wir uns das alles hier nochmal live zusammen anschauen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.